Wie bitte? Rossmugge. Ach so, wie heißt das? Ich glaube, wir brauchen einen Tipp. So now we have to find out what this means. In normal German, not Schwäbisch. Hallo liebe VfB-Familie, es geht wieder los. Ich freue mich ganz arg, dass ich jetzt weibliche Unterstützung bekomme. Und ihr habt heute euer Glück selber in der Hand. Ich gebe keine Begriffe vor, ihr müsst die Begriffe ziehen. Hanna und Besa ziehen den ersten Begriff. Ich bin gespannt, was rauskommt. Wünschst du? Rossmugge. Wie bitte? Rossmugge. Rossmugge. Ein toller Begriff, muss ich sagen. Rossmugge. Jetzt liegt's an euch. Rossmugge. Mugge oder Mugge? Rossmugge. 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 Jetzt, das hat er sehr gut ausgesprochen, der Hamada, muss ich sagen. So now we have to find out what this means. In normal German, not Schwäbisch. Weiß auch nicht. Rossmugge. Also ich weiß es. Hanna, du weißt es, aber bitte, bitte noch nicht verraten. Dreh das Kärtel um und palz noch eine Weile für dich. Ist eine Mugge? Eine Fliege? Mugge oder so, Muggen sind so Fliegen, oder? Vielleicht so irgendwas mit Fliegen zu tun? Raus vielleicht mit dem Pferd? Nein. Das heißt zwar Ross Mugge. Mugge hat was mit Fliegen zu tun, ja, das stimmt. Ross ist ein Gaul, ja, aber. Das ist nicht der Begriff, den wir noch suchen. Das kann ja nicht Gaulfliege heißen, das gibt es ja nicht. Hat es was mit einem Tier zu tun? Nein, mit einem Tier hat es nichts zu tun. Nee, ja, dann Rossmugge. Hanna, gib mal einen Tipp in die Runde. Ich würde eher sagen, es ist, hat man im Gesicht. Man im Gesicht? Hat man im Gesicht? Ja. Boah, wahrscheinlich im Gesicht. Muttermal, oder? Ja, so. Ich hätte auch gesagt Muttermal. Genau. So in die Richtung. Fast, aber nicht ganz. Hey, bitte. Ich, I don't know. Bitte. Rossmugge, nee, da müssen wir leider passen. Aber nicht Rouge oder sowas. Ross, mm-mm. Rossmugge. Aber, so, also, man trägt sich auf, man hat es im Gesicht. Ach so, wie heißt das? Die Punkte. Genau, die Punkte. Komm, Hanna, jetzt sag nicht die Lösung. Du sie nicht länger auf die Folter spannen. Hau raus. Wirklich? Ja. Ist ein Sommersprossen, oder? Sommersprossen. Sehr gut, Hanna. Ganz, ganz toll. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, woher ich das weiß, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Komm, Thomas, du hast doch fast gehabt. Denk nur mal nach. Sommersprossen. Aha. Wahrscheinlich, oder? Sieh, geh doch. Stark, stark. Also ihr zwei, Fabio und Amada, ihr zwei habt ja gerade passen müssen. Jetzt zieht ihr den nächsten Begriff, weil jetzt sind er vielleicht das Glück in eurer Hand. Grab a good one. Glombatsch. Is like this? Also ich muss sagen, der Amada schwätzt das wirklich gut aus. An dem ist ein Schwab verloren gegangen. Glombatsch, eieiei. Ich glaube tatsächlich, wir würden den Joker nehmen. Wir würden gerne einen Tipp bekommen, bitte. Denke mal an daheim, da ist bestimmt viel Glombatsch rumfahren. Ah, dann ist Glombatsch so, ja, so Zeug, was man halt so einfach hat, aber nicht wirklich braucht. So Zeug, was man in der Wohnung im Wenn-dann-dort-Ort findet, sowas wie Batterien und Büroklammern, so, was kann man auch so, naja, Kladderadatschi, aber so ein Zeug halt ist es einfach. So Zeug, was man halt hat, aber selten mal braucht und davon hat man immer viel zu viel. Glombatsch ist Zeug, das brauchst du eigentlich gar nicht. Du bringst dir vom Urlaub irgendwas mit, das stellst du noch in den Schrank, das klotzt nie wieder an, der Glombatsch fährt daheim rum. Was machen jetzt unsere Youngster? Ziehen die den nächsten Begriff? Lugebeidel. Ich glaube, wir brauchen einen Tipp. Lugebeidel. Was soll ich da euch für einen Tipp geben? Jetzt ratet er nochmal und dann wird er mal sehen, was ich euch dazu sagen kann. Eine Person, also ist eine Bezeichnung oder was? Ja, das ist eine Bezeichnung auf eine Person. Also, jetzt fangen wir mal an. Lugebeidel gibt es auch zwei Begriffe. Das eine ist eine Person,
wenn dich die Person anlügt, dann ist es ein Lügerbeutel. Lügner. Ja, nee, niemals. Aber wir schwaben aber auch nochmal einen Begriff für den Lügerbeutel. Der Blendarm ist bei uns auch der Lügerbeutel. Babadeckel. Ah ja, das wisst ihr doch. Ihr Mädels sind doch schlau. Komm, zeigt's den Jungs. Babadeckel. Da gibt's wieder nichts zu beanstanden. Sag doch, an dir ist ein Schwab verloren gegangen. Deckel. Deckel ist wahrscheinlich der Deckel. You know, Deckel you put on top of a box. Das ist vielleicht so ein Universaldeckel, der auf alles was. Der passt sich an in der Größe und passt auf jede Box. Aber was soll Baba sein? Babadeckel. Also das gibt's nicht, Universaldeckel. Das habe ich noch nie gehört. Wo soll es denn das geben? Ich glaube, dass die Hanna eine Vermutung hat. Unter Gläser? Wie heißt es? Wie heißt es? Oh. Oh no. Ja, ihr zwei habt's doch fast. Jetzt springen wir nochmal zu den Jungs neben. Also ist der Babadeckel vielleicht der, wie heißt es, Bierdeckel? Genau, Fabi, so ist es. Immerhin wissen wir es jetzt auf Schwäbisch. Bierdeckel. Bierdeckel. Genau, ihr zwei seid auch super gut. Ah, ganz einfach. Und das heißt, in der Bar kann ich auf dem Babadeckel meine Rechnung aufschreiben lassen und dann sagen, ich zahle in 3 Tagen, aber zahle nicht. So wie man es halt macht als Profi, oder? Da trinkt man halt mal 2-3 Gläser und dann bezahlt man seine Rechnung nicht. Optimal, der Babadeckel, den brauchen wir, der ist wichtig dafür, dass wir Rechnung aufschreiben können. Wir Schwaben sagen auch zu unserem Führerschein Babadeckel. Echt jetzt? Babadeckel zum Führerschein? Oh, okay. Noch nie gehört. Und das versteht jeder Polizist. You can say this to driving license. The next time police stop, you say Babadeckel. Babadeckel is not here, I'm sorry. Jetzt verabschiede ich mich mal wieder von euch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, dass ich wieder Unterstützung bekomme von der Damenmannschaft. Bis dann, Angelika.